Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport. Heute mit einer neuen Strecke, nämlich der Nürburgring Nordschleife. Und die befahren wir mit einem wunderschönen Porsche 992 GT3. Ich habe gedacht, jo, die Strecke ist frisch als DLC erschienen. Es ist eine sehr tolle Strecke, deswegen sollten wir sie uns vielleicht mal anschauen. Mit einem kleinen Zwei-Runden-Rennen, mit einem wunderschönen Auto. Und ich würde sagen, geh mal rein. Leider gibt es den GT3 RS in Forza Motorsport noch nicht, aber... ja, wir haben noch den GT3. Ist auch gut. So, let's go. Gehen wir rein. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe jetzt mal für diesen Test Schaden und so mal ausgestellt. Anscheinend zu Recht. Oh, Leute. Warum bremst ihr denn alle so früh? Oh, Alter, was macht der Ferrari da? Okay, wir fahren mal weiter. Ich habe auch ein bisschen mitbekommen, wie über die Nordschleife hier gesprochen wird. Man könne keine Curbs befahren und so. Also bis jetzt geht das sogar einigermaßen. Oh, da hat jemand gerade Tourismus genommen auf seinem Ford GT. Ja, schauen wir mal. Aber bis jetzt funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, bei Forza Motorsport gibt es halt aktuell so ein bisschen, so wie ich es vernehme, die Debatte, hey, wie schaut es ein Content-Sites aus? Und wie wird das Spiel denn nach Release gepflegt? Das Ding ist halt, zu Release, ich bleibe dabei. Ich finde, das Handling der Autos ist cool. Beim Force Feedback fehlt ein bisschen was, aber dadurch, dass das Handling so gut ist, finde ich es halt nicht schlimm. Ich kann trotzdem lesen, was das Auto machen will und kann darauf reagieren. Nur... gibt es dann halt auch die inhaltliche Seite des Spiels, die sich halt immer nach und nach und nach entfaltet, wie es da quasi darum steht. Und da gibt es halt meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr viele Baustellen bei dem Game. Und auch welche, die ich halt nicht ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin. Was macht der Lotus da? Keine Ahnung. Weil man sich halt immer denkt so, ey... und Forza Motorsport 3 oder 4 kam halt mit so gefühlt 1000 Veranstaltungen raus. Wie schwer kann es sein, neue Rennen zu programmieren und halt wirklich zu klotzen statt zu kleckern, dass man halt dann einen erweiterten Karrieremodus halt auch hat, dass du mit jedem Auto halt auch fahren kannst. Huiuiuiuiui, der tänzelt hier ganz gut rum. Und bei Forza Motorsport geht das wohl halt nicht schnell genug. Und dadurch geht halt auch relativ schnell das Interesse der Leute verloren. Ich glaube, die Leute sind eh auch schon, das ist eine zusätzliche Schwierigkeit für so einen Forza Motorsport, eingeschossen auf ihre bereits genutzte Simulation. Also wenn man jetzt zum Beispiel iRacing schon fährt und vielleicht was für einen netten Zeitvertreib zwischendurch gefunden hat, dann hat man jetzt vielleicht sogar auch einfach den Spaß rausgefruchtet, den man aus so einem Forza Motorsport haben wollte und geht dann wieder zurück zu seinem iRacing. Oder zum ACC oder zu R-Faktor oder was auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch halt Forza Motorsport auch ein bisschen schwer tut. Aber umso wichtiger wäre es ja einfach, ein vollständiges Produkt abzuliefern. Sodass niemand sagen kann, yo, ich störe mich an diesem oder jenem. Sondern dass es von Anfang an halt auch einfach wirklich als cooles Spiel dient, was man dann auch immer wieder zocken möchte. Für mich persönlich ist halt Forza Motorsport eigentlich immer noch recht cool. Es gibt halt aber auch einige ordentliche Alternativen, wo ich mir halt denke, so, yo, da zocke ich halt auch gerne. Zum Beispiel allen voran auch Gran Turismo 7. Da habe ich halt enorm Spaß mit. Der Erstplatzierte ist ein bisschen weiter weg tatsächlich. Ja, da habe ich die Corvette aufs Gras geforst. Sorry! Ja, und da sitzt man dann schon und denkt sich so, ja,
Ich finde beide Spiele eigentlich ganz cool. Was zocke ich denn jetzt? Immer wieder fällt die Entscheidung auf Gran Turismo 7. Alter. Was auch zum Teil daran liegt, dass ich auch merke, dass die Leute allgemein mehr Bock auf GT7 haben als auf Forza Motorsport. Womit einem die Entscheidung natürlich ein bisschen einfacher gemacht wird. Aber trotzdem beobachte ich halt die Entwicklung des Spiels mit Interesse und auch ein bisschen natürlich mit Sorge, weil, wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, okay, nachdem man jetzt so 6 Jahre tatsächlich an so einer großen Marke gearbeitet hat, also man muss da finde ich auch Forza Motorsport und Forza Horizon trennen, kamen ja 2 Horizon-Titel zwischen den letzten 2 Motorsport-Titeln jetzt, aber ja, da im Prinzip Forza Motorsport nach 6 Jahren so ein bisschen eher auf der Stelle getreten ist, als wirklich einen riesen Fortschritt zu machen, sitze ich dann da und denke mir so, weiß ich nicht, wo die Reihe sich jetzt noch hinentwickeln wird, wenn Microsoft da jetzt nicht mehr so einen großen Mehrwert sieht und sagt, ja, wir kappen das jetzt einfach, dann kann es auch relativ schnell vorbei sein mit Forza Motorsport. Deswegen, ich hätte mir halt schon gewünscht, dass man da weniger Kritikpunkte allgemein hätte. Aber wie gesagt, so ein Gesamtecho ergibt dann auch irgendwo dann so ein Gesamtbild, wo Leute halt einfach wenig Bock auf so ein Game haben. Und dann sinkt halt die Popularität von einem Forza Motorsport enorm. Alter, Schwalbenschwanz ist super eng hier. Da habe ich bei Gran Turismo ein ganz anderes Gefühl in Schwalbenschwanz. Krass. Und auch in iRacing und so. Kennt das Auto auf P1, ist warum auch immer unendlich schnell. Das ist ja richtig, richtig flott. Was hat denn der? Hat er den GT3 jetzt schon? Also die Pace kann höchstens durch eine AMG GT Black Series oder so begründet werden. Alright, aber wir haben immerhin gleich mal eine Runde frei und können mal gucken, wie man jetzt die Nordschleife hier am Limit fahren kann. Wir fahren aber auch gerade auf der Geraden sehr viel schneller als der Dude vor uns, ne? 8 Sekunden nur noch. Wir haben 4 Sekunden oder so auf der Döttinger Höhe schon aufgeholt. Ja, aber es ist auf jeden Fall cool, dass jetzt ein paar Sachen nachkommen. Es ist halt nur so ein bisschen gefühlt dieser Zeitgeist von 2024, 2023 und Co., dass Spiele halt sich nicht mehr ganz fertig anfühlen. Und das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, für mich persönlich ist das Fahrgefühl halt immer noch geil. Letzte Runde. Jo, danke. Mir fehlen dann halt so ein paar andere Aspekte, zum Beispiel, ich finde die Karriere ist super unstrukturiert. Ich weiß, du wirst da halt super durchgegatet, aber mir fehlt halt wirklich so diese Orientierung, okay, was kann ich denn fahren, was will ich fahren und vielleicht auch ein bisschen die Freiheit, was könnte ich jetzt machen? Weil du hast relativ wenige Serien und, weiß ich, es fühlt sich zu sehr an wie ein Schlauch. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, was ich sage, aber ich glaube, ich würde mir einfach ein paar Freiheiten mehr wünschen. Sagen wir es so, die Karriere fühlt sich nicht zielführend an. Ich glaube, das ist ein guter Begriff. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier an Zeit rausquetschen können noch. 5,7 nach vorne. Aber ansonsten, wie gesagt, Grip fühlt sich einfach super an. Das Fahrgefühl in Forza Motorsport finde ich halt echt angenehm. Bleibe ich nach wie vor bei. Ah! Neverlift in Schwedenkreuz. Könnte ich auch abfangen. Da ist das Spiel wahrscheinlich ein Ticken gnädiger als die Realität. 5 Sekunden nach vorne. Ja, aber die Nordschleife macht Spaß. Also, ist es die beste Umsetzung der Nordschleife, die wir je gesehen haben in einem Rennspiel? Vermutlich nicht.
Vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber ist es spaßig, mal mit so einem schönen GT3 hier drüber zu brettern? Ja. Wenn GT3 RS noch geiler? Ja. Werden wir den GT3 RS irgendwann bekommen, Forza? Hoffentlich ja. Bei mir war ja tatsächlich GT7 am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir einen GT3 RS dann doch konfiguriert habe und bestellt habe, weil ich mir gedacht habe, so, jo, das fährt sich ja schon richtig, richtig geil, das Auto. Und so ein bisschen war das auch so dieser Gedanke, ey, keine Ahnung, als Kind bist du auch schon irgendwie die ganzen Gran Turismo-Autos gefahren. Oh, oh! Oh, hast riesen Spaß gehabt, aber ich habe natürlich nie die Chance gehabt, irgendein Auto, das ich in Gran Turismo mal gefahren bin, in GT3 oder GT4 oder so, mal selbst zu kaufen, allein schon, weil ich viel zu jung war. Ah, der Aston Martin, was macht der da? Dabei ist der Aston Martin super easy zu fahren, Mate. Was machst du da? Vor allem fährt er noch einen Sauger, der sollte super easy zu fahren sein. Selbst die Turbos fahren sich super easy. Anyway. Früher habe ich mir natürlich allein schon wegen des Alters halt nie Gedanken machen können. Okay, das und das Auto aus Gran Turismo hätte ich mal gerne. Wobei, die Gedanken machst du dir immer. Aber nö, dann einfach mal so einen Gedanken zu haben, so, yo, das Auto feiere ich in dem Rennspiel. Warum nicht auch mal in der Realität? Ja, das war schon ein kleiner ausschlaggebender Punkt am Ende noch. 9 Sekunden sind wir schneller gefahren als in der Runde zuvor bisher. Ja, wir wurden ja auch nochmal von dem Ferrari enorm aufgehalten, ne? Bro, ist das Ding langsam auf der Geraden. Was ist mit dir los, Kollege? Ah! Wie gesagt, es gibt nur optischen Schaden. Das heißt, wenn der Aston Martin jetzt langsam ist, ist er einfach nur langsam. Dann liegt es nicht am Schaden. Heureka. Ja, aber ich fühle mich halt direkt wohl. Also wie gesagt, Nordschleife, Forza, das macht Laune. Enge Kiste wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja. Karma. Egal, ich versuche den Aston Martin jetzt aber einzuholen. Abfahrt. Oh mein Gott. Warum ist das jetzt so rutschig? Warum ist das so unendlich rutschig alles? Ah, hinten rechts der Reifen zu heiß. Jemine. Schade, ich hätte den Aston gerne noch geholt. Keine Ahnung, wie viel Zeit das jetzt alles noch gekostet hat, aber... Hm. Wie ist denn eure Meinung zu Forza Motorsport? Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit, weil mich würde mal interessieren, wie ihr jetzt zu dem Game steht. Gerade auch jetzt ein paar Monate nach Release. Auch gerne mal so ein bisschen ausführlicher, wie ihr das Spiel allgemein findet und auch die Entwicklung, die das Spiel seit Release durchgemacht hat. Also, wie ich es halt vernehme, ist so der Tenor, ja, zu wenig, zu spät. Dass da halt eben nicht viel nachkommt, beziehungsweise nicht genug. Aber das ist halt auch schon ein Fehler, den zum Beispiel auch ein Gran Turismo 7 gemacht hat. Einfach zu wenige Events zum Beispiel, sodass es irgendwann einfach... Dass du das Gefühl hast, okay, du hast nicht so wirklich eine Auswahl, doof gesagt. Einfach so Restriktionen einbauen, die einfach keinen Sinn ergeben.
und sich dadurch selbst übelst stark einschränken als Spieler. Ja, check ich nicht ganz. So, 3 Sekunden zum Aston Martin vorne. Fährt er gerade mit aktiver Bremse auf der Döttinger Höhe oder warum ist der so ultimativ langsam? Ich sehe auch, ich meine auch Bremslichter zu sehen. Ne, jetzt sehe ich Bremslichter, okay. Hohoho. Am Ende waren wir doch relativ nah dran. Also Leute, 7 Minuten 30 ist gar nicht mal so schnell, ne? Ich weiß gar nicht, was der echte GT3 hier gefahren ist. Ich glaube knapp unter 7 Minuten wahrscheinlich. Zeigt, dass man vielleicht noch ein bisschen Pace rausholen muss aus dem Auto. Aber ja, ich denke mal für den Ersteindruck reicht's. Also, Fazit. Wie gesagt, ich finde, die Autos fahren sich immer noch ordentlich. Aus Feedback ist immer noch, aber das sind Sachen, die sich halt nicht geändert haben. Nordschleife macht halt Spaß, ist cool. Und gerade mit einem GT3 immer wieder eine Freude. Ja, vielleicht gerne mal eure Meinung zu dem Game in die Kommentare. Wie gesagt, was sagt ihr zu Forza Motorsport in seiner aktuellen Form, in seiner aktuellen Entwicklung? Würde mich aber wirklich sehr, sehr interessieren. Und ansonsten, wenn ihr mehr Forza Motorsport sehen wollt, auf dem Uncut-Kanal geht es bald wieder weiter mit ein paar Videos zu Forza Motorsport. Gerne da nochmal auschecken. Ich verlinke es euch auch gerne mal jetzt im Abspann. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.